Wenngleich der DAX heute wieder leicht abgeben muss, setzte der deutsche Aktienindex in den vergangenen Tagen zu einer beachtlichen Erholungsrallye an. Manch ein Anleger träumt im Zuge dessen bereits wieder von der 10.000-Punkte-Marke. Ob zu Recht oder zu Unrecht, darüber wollen wir heute sprechen mit Norbert Paul, Derivate-Experte an der Börse Stuttgart. Norbert, wie viele Anleger hier in Stuttgart träumen denn tatsächlich von der 10.000-Punkte-Marke? Naja, träumen ist auf jeden Fall noch erlaubt. Man sieht bei unseren Anlegern, die Stimmung ist natürlich auch mit dem Anstieg des DAX deutlich positiver geworden. Allerdings, die 10.000 scheint so in greifbarer Nähe, aber wir müssen erstmal noch diese 9.800er Marke mal so nachhaltig überwinden. Da hat uns jetzt nämlich so mal die Kraft ein bisschen verlassen, scheint es. 9.800 haben wir gepackt und jetzt konsolidieren wir so etwas hin. Aber die Anleger lassen sich davon nicht abbringen. Sie glauben durchaus noch, dass dieses positive Momentum der letzten Tage weiter anhalten könnte. Aber natürlich sieht man auch, wenn man sieht, dass sich die Anleger auch wieder schnell absichern mit Stop-Loss-Orders, sieht man oder merkt man, es will keiner auf dem falschen Fuß erwischt werden, denn alle haben natürlich im Auge, dass am Freitag noch der große Arbeitsmarktbericht kommt und der kann unabhängig von allen Wünschen und Träumen natürlich nochmal alles völlig durcheinander wirbeln. Du hast es bereits angesprochen, der DAX befindet sich derzeit so ein wenig in Warte, in Lauerstellung. Er ist einerseits ein wenig charttechnisch gefangen, andererseits haben wir die Fundamentaldaten, wie eben beispielsweise den Arbeitsmarktbericht. Ist genau richtig und momentan scheint es eben so zu sein, von der Charttechnik her hat sich in vielen Märkten wieder einiges aufgebessert, natürlich so auch beim DAX oder beim Dow Jones in den Indizes. Die Charttechniker rufen hier, es könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter nach oben gehen, aber natürlich, du sprichst es an, es sollte jetzt eine böse Überraschung kommen, sage ich mal, was den Arbeitsmarktbericht angeht, dann kann das dieses charttechnische Bild ganz schnell wieder zerstören. Und das sollten auch die Anleger immer im Hinterkopf behalten. Diese Analyse aufgrund von Charts, die ist immer so lange gültig, bis es eben wieder ein neues fundamentales Kriterium gibt, das dann die Marktteilnehmer eben wieder den Markt neu bewerten lässt, sage ich mal. Also man sollte durchaus immer auf beide Faktoren schauen, vielleicht nicht nur isoliert, was oder wie sehen alleine die Charts aus. Schauen wir auf den Ölpreis. Auch hier kam es zuletzt zu einer kleinen Erholungsrallye. Der Ölpreis konnte zuletzt um mehr als 10% zulegen. Ist hier tatsächlich endgültig ein Boden erreicht? Wie sehen das die Anleger? Ja, du sprichst es an, ich muss gleich etwas schmunzeln. Ja, auch hier könnte man natürlich die Frage stellen. Die Charttechniker sagen durchaus, hier sieht es auch wieder etwas besser aus. Fundamental hat sich aber natürlich beim Ölpreis nicht wirklich was getan. Dass sich jetzt alle einig sind, wir wollen quasi nicht noch mehr Öl fördern, ist ja schön und gut. Aber es gibt eben noch genug. Und das heißt im Übrigen dann auch nicht, dass man drosseln wird. Also von der fundamentalen Seite hat sich wenig getan, aber charttechnisch sieht es etwas besser aus. Wir haben so einen kleinen Boden gebildet, sagen Charttechniker, und der könnte das Öl in den nächsten Tagen und Wochen dann vielleicht auch noch mal 5-10% ansteigen lassen. Das ist vielleicht auch, wenn man wieder jetzt auf einen anderen Markt schaut, eben auf die Aktienmärkte, auf den DAX und Co., dann sieht man eben, wenn es beim Ölpreis ein bisschen besser läuft, läuft es auch gleich wieder beim DAX natürlich besser. Also wenn beide Charts hier ähnlich aussehen, könnte das für eine gegenseitige Bestätigung sprechen. So wird das dann halt immer argumentiert, aber ich habe ja gerade schon gesagt, da müssen wir noch abwarten. Aber beim Öl, Tatsache ist es jetzt so, die Volatilität ist auch etwas rausgegangen. Also dieses, dass der Ölpreis ganz stark fällt, sich dann mal wieder erholt und das fast den ganzen Tag macht, das ist etwas raus. Das ist jetzt zum einen für die Anleger, die auf diese starken Bewegungen gesetzt haben, jetzt eher erstmal etwas schlechter. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass jetzt mehr und mehr Anleger reinkommen, die auch mit Investitionsprodukten, also mit Anlageprodukten wieder mal unterwegs sein wollen, dass hier die Nachfrage auch wieder zunimmt. Also mehr und mehr, nicht nur bei den kurzfristigen, sondern auch bei den längerfristigen Anlegern, scheint man zumindest mal davon auszugehen, dass nicht die nächste Abverkaufswelle jetzt kommt. Im besten Fall erholt sich der Ölpreis in den nächsten Tagen weiter. Schauen wir noch etwas tiefer in den Handel an der Börse Stuttgart. Welche Einzelthemen stehen denn heute bei den Anlegern ganz besonders im Fokus? Ja, was interessant ist zu sehen, dass vor allem wieder Werte aus der zweiten und dritten Reihe eigentlich gefragt sind. Natürlich, die DAX-Werte sind bei vielen Anlegern immer beliebt, keine Frage. Aber man sieht eben, dass wir heute Werte im Fokus haben, zu denen es jetzt auch keine fundamentalen Nachrichten gibt. Wir haben die Arealbank, die zum einen wieder sehr stark gefragt wird. Da könnte man vielleicht sagen, schaut man sich auch hier nun mal den Chart an, wie es vielleicht Commerzbank und Deutsche Bank besser machen können. Denn natürlich,
ist in den letzten Tagen und Wochen die Arealbank-Aktie auch wieder gefallen. Aber schaut man sich den Chartverlauf seit Jahren an, sieht man, die ist deutlich besser gelaufen. Also da scheinen auch die Geschäfte deutlich besser zu sein. Und hier glauben auch die Anleger, bleibt die Stimmung gut in den nächsten Tagen, dass die Aktie oder eben Derivate darauf wieder einen Blick mehr wert sein könnten. Kion, auch ein anderer Fall. Auch hier gibt es keine Nachrichten, aber auch diese Aktie zeigt eine hohe relative Stärke, was bedeutet, während der Gesamtmarkt eigentlich sich immer noch sehr stark gefallen ist, hat die Aktie sich schon wieder weiter nach oben gearbeitet. Das gilt als guter Indikator, dass wenn die Börsen steigen, dass die Aktie dann weiterzieht. Ja, und so haben wir diese Nebenwerte, noch ein dritter ist noch im Bunde, die Fielmann-Aktie. Auch hier keine Nachrichten. Manche würden sagen, doch eher eigentlich ein langweiliger Wert mit Brillenverkaufen, aber immer ein großer Favorit bei unseren Anlegern. Und auch hier sieht der Chart ähnlich wie bei der Kion sehr stark aus, relativ stark aus. Und das sind die Aktien, wo die Anleger derzeit sagen, die sind einen zweiten Blick wert, wenn schon der DAX momentan bei der 9800er Marke festhängt. Der Blick in den Handel an der Börse Stuttgart mit Norbert Paul. Vielen Dank für das Gespräch.